Thema Kultur findet sich in Lingen ein passender Studiengang, Theaterpädagogik, ein außergewöhnliches Studienfach. Denn wie verbindet man eigentlich Pädagogik und Theater? Wie lernt man auf der Bühne auch mal zu improvisieren? Texte auswendig lernen ist da nämlich nicht alles. Nino Ostheim, Lisa Schlichting und Alina haben dem Institut für Theaterpädagogik einen Besuch abgestattet. Unser schöner Campus hier in Lingen. Wir haben mal die Studenten befragt, wie sie sich so den typischen Theaterpädagogen vorstellen. Also eigentlich immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Haben die eigentlich ein sehr enges Verhältnis so zueinander? Von der Art her würde ich sagen, muss auf jeden Fall kreativ sein. Entspannt, eigentlich relativ lieb. Wir haben viele gesehen, die hier barfuß rumlaufen den ganzen Tag, die vielleicht auch so ein bisschen verträumt ab und zu durch die Gegend gucken. Wir müssen immer auffallen, das muss ja sein, das ist ja so absolut. Viele sind barfuß unterwegs, ist ja jetzt auch kein Geheimnis mehr. Definitiv barfuß. Sink in die Erde, schütze nicht Athen. Ja, herzlichen Dank an Dylan für die Stellungnahme eines Theaterpädagogen zu diesen wirklich profanen Unterstellungen. Wir sind jetzt hier in der Backumer Straße am Institut für Theaterpädagogik. Hier hat das Institut neben vielen Übungsräumen auch das Burgtheater. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben sehr bewegungsintensiven Unterricht. Also ich glaube, wir haben im ersten Jahr dreimal die Woche Bewegungsunterricht und sind dann einfach auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Und wir haben selten Frontalunterricht. Also wir haben selten Vorlesungen. Es ist immer ein Diskurs, wenn wir jetzt meinetwegen in der Mittagspause zum Mensa laufen und gerade eben Bewegungsunterricht hatten, dann sehen wir halt einfach mal aus wie frisch aus dem Bett gestiegen. Wir zählen ein mit 5, 4, 3, 2, 1, los! Wir haben so knapp 60 Studierende. Wenn man sich da andere Institute anguckt, die am Campus Lingen, dann sind wir natürlich erstmal in der Unterzahl. Aber wir bilden da Leute aus, die dann sehr, sehr gut mit Gruppen arbeiten können, mischen uns auch ein in die unterschiedlichsten Organisationen und versuchen dann halt einfach da unseren Platz zu finden und zu haben in der Gesellschaft. Also wir wünschen uns teilweise einfach mit den anderen Studierenden zusammenzuarbeiten. Also ich finde, es gibt immer Überschneidungsflächen in allen Studiengängen. Ich merke immer, dass für die Theaterpädagogen besonders wichtig ist, wenn sie sich eben mischen können mit den anderen Studiengruppen, weil dann entsteht etwas.